Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT mit Kerstin und Carsten Raphael. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie in ein Office 365 P1 Plan. Das ist ein Plan für Small Business und enthält die Produkte Exchange Online, SharePoint Online, Lync Online als Paket oder sogenannte Suite. So, und in diesen P1 Plan möchte ich jetzt meine eigene Domäne einbinden. Ich möchte jetzt nicht so genau darauf eingehen, was ist überhaupt eine Domäne, nur ganz kurz im Internetbereich. Wir sprechen hier übersetzt von einem Wertebereich oder Definitionsbereich, und unter dieser Adresse sind Sie sowohl bei Ihrer E-Mail als auch im Internet dann erreichbar. Aber vielleicht wird das ein bisschen deutlicher, wenn wir uns das jetzt nochmal genauer anschauen. Ihre eigene Domäne. Wir nehmen jetzt einfach das Beispiel, was ich bei mir habe. Ich habe ein Abo abgeschlossen für die Office 365 P1. Und um dieses Abo abzuschließen, legt Microsoft eine sogenannte Microsoft Online ID an, was auch nichts anderes letztlich ist als eine Domäne. Das heißt, meine Domäne lautet kerstinrachwal.onmicrosoft.com. Technisch gesehen sprechen wir hier von einer Subdomain unter der Domäne onmicrosoft.com. Com ist die Endung für die Top-Level-Domäne, und da möchte ich gerne das geändert haben. Ich möchte nämlich, dass meine Domäne in diesem Abonnement in Zukunft kerstinrachwal.de ist. Das erscheint Ihnen jetzt schon ein bisschen bekannter. Damit Sie das überhaupt machen können, muss diese Domäne von Ihnen registriert sein. Da gibt es verschiedene Anbieter für Strato, T-Online, 1&1 oder Domain24 mal als Beispiel und ganz bestimmt noch mehr. Wichtig ist, dass wenn Sie, also bei dem Provider, wo Sie sind, müssen Sie bestimmte Dinge vornehmen können, und das zeige ich Ihnen jetzt nach und nach. Was passiert aber eigentlich jetzt genau, wenn ich diese Domäne in meinen Office 365 P1 Plan mit hineinnehme? Warum mache ich das eben überhaupt? Das betrifft zum einen meine E-Mail-Adresse. Das heißt, bisher heißt meine E-Mail-Adresse it's me oder Kerstin habe ich, glaube ich, kerstin@kerstinrachwal.onmicrosoft.com. Und das ist mir natürlich zu lang. Ich möchte das auch kürzer haben. Und deshalb möchte ich, dass das dann itsme@kerstinrachwal.de später ist. Das kann ich eben nur, wenn diese Domäne eingebunden ist in meinen Office 365 P1 Plan. Was ändert sich dadurch noch? Natürlich meine öffentliche Webseite. Die ist ja im P1 Plan mit drin enthalten. Auch da lautet derzeit die aktuelle Adresse www.kerstinrachwal.sharepoint.com derzeit. Warum sharepoint.com, nicht onmicrosoft.com? Das liegt daran, dass diese öffentliche Webseite auf SharePoint basiert. Und zuletzt habe ich ja die Möglichkeit, eben eine SharePoint-Teamseite aufzusetzen. Diese Teamseite, da kann ich externe Kontakte zu einladen oder eben auch interne Kontakte und kann gemeinsam mit Ihnen Dokumente, Terminpläne, Projekte, Kontakte, alles Mögliche kann ich dort gemeinsam verwalten und diese Informationen zugänglich machen. Auch da lautet im Moment die lange Adresse www.kerstinrachwal.sharepoint.com Teamsite, und auch die möchte ich geändert haben langfristig dann eben in www.kerstinrachwal.de Teamsite. Das ist der Wunsch, den ich habe, und dafür muss ich diese Domäne bei mir einbinden. Für die Vorgehensweise haben wir eigentlich drei Schritte.
Der erste Schritt ist, dass Sie ein Test oder Abo abgeschlossen haben müssen. Also Sie können schon, wenn Sie einen Test machen, dann haben Sie schon die Möglichkeit, dass Sie eine eigene Domain integrieren können in das Office 365. Damit Microsoft akzeptiert, ich könnte ja jeden Namen sonst angeben und den in mein Abo einpflegen, müssen die feststellen, ob ich auch wirklich Besitzer dieser Domain bin, ob ich die registriert habe. Der Provider, wo ich die habe, ist ja auch nichts anderes als ein Zwischenhändler, der diese Domäne registrieren lässt beim DENIC. Für Deutschland ist der DENIC die zentrale Registrierungsstelle. Und nur Provider, die Mitglieder dabei sind beim DENIC, können eben eine Domain reservieren. Und diese Domain muss auch einmalig sein in Deutschland. Also ich kann kerstinrachwald.de, nur einer kann diese Domain, diese Adresse haben. Dafür müssen Sie einen Eintrag vornehmen und damit Sie diesen Eintrag vornehmen können, muss Ihr Provider eben entsprechende Funktionen zur Verfügung stellen. Der dritte Schritt, das ist ganz speziell für das Office 365 P1. Im dritten Schritt muss ich die Name Services an Microsoft delegieren. Und das ist so ein Punkt, den auch nicht jeder Provider anbietet. Wir zeigen Ihnen eben in unserem Beispiel einen Provider, mit dem wir das machen, nämlich mit domain24.de. Und da müssen Sie dann diese Daten eintragen, damit dann diese Domain von Microsoft werden dann die Einträge, die sogenannten DNS-Einträge, Domain Name Services, für Ihre E-Mail, für SharePoint, für den Spam-Schutz und auch eben für Lync. Lync Online ist auch ein Internetdienst, kommuniziert auch über das Internet und dafür müssen bestimmte Einträge gemacht werden. Ich zeige das Ihnen mal an zwei Varianten. Die eine Variante ist kerstinrachwald.de. Kerstinrachwald.de haben wir selber im Moment bei uns die Name Services. Und ich zeige Ihnen, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Provider haben, der diese Leistung nicht anbietet, wie Sie eine sogenannte KK machen können, um diese Domain umzuziehen, zum Beispiel eben auf Domain 24, die Ihnen dann die Möglichkeiten bieten, dass Sie Ihre Domain in Office 365 hineinbekommen. Der nächste Punkt, den ich Ihnen dann zeige, ist, wie Sie eine ganz normale Domain, die Sie schon registriert haben bei Ihrem Provider, wie Sie diese dann einbinden. Die Vorgehensweise ist eigentlich die gleiche. Der Unterschied ist eben einmal, dass ich eine KK machen muss und beim zweiten Mal brauche ich nur eben mich freischalten zu lassen, dass ich bestimmte Dinge tun darf. Gut. Sie sahen einen Videocast der Rachwahl IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.